Wir hatten heute Morgen hier in einem Mehrfamilienhaus eine Festnahme geplant. In der Wohnung haben wir dann einen Gegenstand vorgefunden, der uns verdächtig vorkam. Wir konnten nicht ausschließen, ob es sich um einen Sprengsatz handelt. Aus dem Grund haben wir die Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzugerufen, die sich diesen Gegenstand ansehen. Also aktuell läuft der Einsatz noch. Und um eben auszuschließen, dass keine Gefahr ausgeht, wir haben sicherheitshalber die Schüler der angrenzenden Regenbogenschule hier in Sicherheit gebracht. Das waren etwa 250 Personen, also Schüler plus Lehrer. Und wir haben aus dem Haus weitere 15 Personen, also Anwohner, die in dem Haus wohnen, ebenfalls in Sicherheit gebracht. Die Anwohner können dann zurück, wenn die Gefahr ausgeschlossen werden kann, sprich, wenn die Entschärfer ihre Arbeit gemacht haben und sagen, das ist alles sicher. Dann können die Anwohner zurück.